C'est une question fatale. ja, also doch, aber ich habe eine Antwort. Ich filme, weil ich nicht zufrieden bin, wenn ich nur schreiben würde. Und eigentlich wollte ich Schriftstellerin werden, aber die Worte haben mich nicht erfüllt oder ich konnte das, was ich äußern möchte, nicht mit Worten äußern. Weil ich dann verstanden habe, dass ich in Bildern erzählen kann. Also es gibt Filme oder Filmemacher, die mich sehr bewegt haben. Und ich glaube, gelernt habe ich vielleicht erst später von ihnen. Aber ich würde darunter nennen Luis Buñuel, Karl Theodor Dreyer, Maya Darren, peut-être un peu Bresson aussi, et Akira Kurosawa. Also die Momente, die ich am liebsten mag, ist, wenn während des Drehens der Film eine eigene Dynamik bekommt. Also wenn der Film sozusagen seinen eigenen Lauf, seinen eigenen Rhythmus hat und ich eigentlich dem Rhythmus nur noch folge. Und das Schwierigste ist für mich immer der Schnitt. Das finde ich ganz grauenhaft, weil ich dann damit konfrontiert werde, was ich alles nicht gut gemacht habe und weil ich eigentlich nochmal bei Null anfange und den Film völlig neu zusammenstelle. Oui, très très bien. j'étais malade, ich hatte eine Grippe und der erste Drehtag musste verschoben werden und dadurch haben wir mit dem zweiten Drehtag begonnen. Und der zweite Drehtag war bereits eine sehr wichtige Szene. Das heißt, wir haben als allererstes eine der wichtigsten Szenen gedreht und es ist vollkommen schief gegangen. Also es ist auf jeden Fall vor dem Dreh klar gewesen, wie die Schauspieler ihre Texte spielen werden. Es hat ein sehr, sehr langes Casting gegeben. Das hat eigentlich ja, vielleicht ein Dreivierteljahr oder so gedauert. Aber die Art zu sprechen, das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass dieser Film eben ein trockener Film ist. Also es gibt einen trockenen, schwarzen Humor. Und die Sprache, also der Witz der Sprache entsteht dadurch, dass Tragisches ganz beiläufig gesprochen wird. Und insofern, es wäre nicht witzig gewesen, wenn die Schauspieler dramatischer gespielt hätten. Also wir haben im Studio gedreht, um diese Art von Ästhetik herstellen zu können. Mhm. Aber grundsätzlich möchte ich sagen, es interessiert mich also sowohl die Länge einer Szene, also man, in Deutsch sagt man Echtzeit. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das auf Französisch... Temps réel. Mhm. Also mich interessiert die Echtzeit, wenn ich eine Szene filme. Also deswegen sind manche Szenen von mir nicht unterschnitten. Also ich lasse die Zeit auch passieren, in der nichts passiert, weil so ist das Leben. Mm-hmm. C'est la vie. C'est la vie. C'est comme ça la vie. C'est pas toujours dramatique, pas du tout. Eine andere Sache, die Nahaufnahmen, les plans gros plans. Es stört mich manchmal oder ich fühle mich manchmal... eine Nahaufnahme versucht zu suggerieren, dass man verstehen kann, was in einem Menschen vor sich geht. Und das halte ich für eine Illusion, die ich vermeide. Vincent, l'acteur oublie son texte tout le temps, c'était horrible. Aber diese Einstellung... finde ich auch interessant. Sie hat auch mit dieser Frage nach Nahaufnahmen zu tun, weil es ist eine Zufahrt und die Zufahrt ist ein sehr starkes Element, um zu suggerieren, dass man den Personen jetzt näher kommen wird. Und in diesem Fall kommt dazu, dass das Bild heller wird, weil man näher kommt.
Und in dieser Szene ist eben das Tragische oder Schreckliche, dass wenn man dann nahe ist bei den Personen, also es gibt sozusagen diese Erlösung oder diese Erfüllung nicht, dass man jetzt, ah, da, jetzt sind wir da, jetzt habe ich es verstanden, sondern man ist zwar nahe, aber man hat immer noch das Gefühl, dass zwischen diesen beiden Menschen ein Missverständnis herrscht. Ja, ganz bestimmt. Also das war sicherlich eine sehr wichtige Entscheidung. Wir haben die Firma eben 1999 gegründet. Und ich bin dadurch Co-Produzentin aller meiner Filme und ich kann dadurch mit die Entscheidungen mittragen und selbst entscheiden. Naja, also ich kann leider nicht in die Zukunft schauen. Ich merke sozusagen an meinem eigenen Verhalten, ich bin vollkommen begeistert davon, dass ich im Internet Filme sehen kann, welche ich will und wann ich will. Also ich empfinde es selber als Filmemacherin als wahnsinnige Erleichterung meiner ganzen Arbeit und auch meiner ganzen Freizeitgestaltung. Auf der anderen Seite merke ich, dass indem das so leicht wird, wird es wieder interessanter, auch für mich, tatsächlich über Filme, also zum Beispiel auf Festivals zu gehen und dort mit anderen Leuten über Filme zu sprechen. Das gewinnt für mich wieder eine größere Bedeutung. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt nur ich bin oder, aber gut, das kann man vielleicht sagen. Merci. Dankeschön. Danke auch.